Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus Kawert. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen im Namen von Monetative e.V. zu unserer Jahrestagung wieder in Frankfurt. Vor einem Jahr waren wir schon mal in Frankfurt und das hat sich ja gut bewährt. Ich möchte vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was sich seit einem Jahr in der Folgeszene getan hat. Da hat sich einiges getan. Es sind einige Publikationen, einige Bücher erschienen über die Frage Geldschöpfung, Vollgeld. Wir haben vorne auch einen kleinen Büchertisch gemacht. Da können Sie sich sehen, was da publiziert wird. Es ist wirklich eine ganze Menge. Da ist was in Bewegung gekommen in der öffentlichen Diskussion. Wir haben auch einen starken Zulauf jetzt von jungen Leuten, von Studenten. Studentinnen und Studenten vermitteln oft Studienarbeiten. Das ist auch eine sehr interessante Entwicklung. Dann kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, also anders als nach der letzten Finanzkrise oder die vielleicht ja noch andauert, 2007, 2008, wir haben jetzt eine Alternative, die in breiter öffentlicher Diskussion ist. Und das äußert sich auch in verschiedenen Ländern, nicht nur bei uns, sondern es gibt in verschiedenen Ländern vertiefte Diskussionen, unter anderem in England. Es gab eine Parlamentsdebatte über die Geldschöpfung in England, mit initiiert auch von unserer dortigen Schwesterorganisation Positive Money. Es gibt eine sehr intensive Geldreformdebatte in Holland, auch sehr bemerkenswert. Ausgangspunkt war eine Petition mit 150.000 Unterschriften und die ist wieder entstanden aufgrund eines Theaterstücks in Holland. Das hat so großen Zulauf gefunden, ja, hat das Thema Geldschöpfung, behandelt, auch auf sehr, sehr eingängige Art und Weise. Und da vielleicht, wir sind in Frankfurt, das wäre natürlich interessant, wenn jemand Kontakte zur Theaterszene hier hat, das würde sich sehr eignen als Theaterstück auch in Frankfurt. Es gibt inzwischen eine englische Übersetzung. Und das ins Deutsche zu übersetzen, wäre da sicher nicht unmöglich. Also wenn da jemand Kontakte hat, bitte gerne zu mir. Dann gab es eine sehr intensive Debatte auch in Island, oder gibt es immer noch. Ja, da gibt es einen sehr engagierten Abgeordneten und Unternehmer, der das Thema Vollgeld immer wieder zur Diskussion bringt. Mittlerweile gibt es auch ein positives Gutachten der örtlichen KPMG-Sektion. Das ist eine sehr große international tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Wir haben dieses Gutachten auch am Einlass aufgelegt. Das können Sie für 1 Euro mitnehmen. Eine sehr interessante Sache, dass sich so eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mal positiv zu einer grundlegenden Geldreform äußert. Dann gibt es auch zu berichten aus unserem Nachbarland Österreich. Es sind einige Vertreter da. Es gibt mittlerweile eine Monetative Austria. Auch eine schöne Entwicklung. Und natürlich, das Wichtigste zum Schluss, in der Schweiz ist ja die Volksabstimmung in Vorbereitung. Die wird 2017, wahrscheinlich Ende 2017 oder 2018 stattfinden. Und die machen ja immer wieder stichpunktartige Umfragen und da ist die Resonanz eigentlich durchweg gut. Und man wird sehen, wie das dort weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall dort noch viel Arbeit zu tun, auch Kampagne zu machen. Wir selbst unterstützen nach bestem Wissen und Gewissen und was wir halt machen können, machen wir. Aber das ist natürlich ein Meilenstein in der Schweiz und dass darüber abgestimmt wird. Und ja, eine wichtige Sache und auf einem guten Wege, so wie wir das sehen. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch auf etwas Konkretes eingehen, was uns wahrscheinlich alle bewegt. Ich habe ja schon gesagt, die Finanzkrise schwelt weiter im Untergrund, nicht offen, aber man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen. 1929 gab es ja auch schon eine riesige Finanzkrise. Und auch da war die gesamte Gesellschaft sehr verunsichert. Man hat heute andere Gegenmittel entwickelt, dieses sogenannte Quantitative Easing. Ja, man flutet die Geldmärkte mit viel Geld. Aber es zeigt sich eben, dass diese Maßnahmen nicht wirksam sind, dass sie lediglich die Vermögenspreise aufblähen und das Geld nicht dort ankommt, wo es eigentlich ankommen soll. Resultat ist, dass es immer mehr... Es gibt eine Bevölkerungsschicht, die eben große Wut aufbaut, sagt also, uns hilft ja nicht, ja, die Verhältnisse werden immer schlimmer,
die Arbeitseinkommen werden immer zurückgedrängt gegenüber den, immer weiter zurückgedrängt gegenüber den Zins und weiteren anderen Einkommen. Und Resultat ist dann eben, dass sich Vertreter des politischen Establishments, wie es in Amerika eben Hillary Clinton war, sich dann dem Vorwurf aussetzen müssen, ihr macht überhaupt nichts, ihr rettet die Banken und uns lasst ihr alleine. Und das resultiert dann eben in solchen Wahlergebnissen, wie wir sie jetzt eben in den USA beobachten können. Und ich befürchte, dass das auch noch so weitergehen wird mit solchen Wahlergebnissen. Umso wichtiger ist es, dass uns allen das endlich gelingt, das Thema grundlegende Geldreform auf die politische Tagesordnung zu setzen. Das machen wir nicht nur aus Spaß, sondern diese Wahlergebnisse zeigen, das ist eine sehr wichtige Sache. Wir können ja was anbieten. Wir brauchen Entschuldung von Staatshaushalten, nicht nur Insolvenzverschleppung, wir brauchen wirkliche Entschuldung. Wir brauchen die Entkoppelung von Geldschöpfung und Verschuldung. Wir brauchen Geldschöpfung in öffentlichem Interesse. Und dann kann es wirklich gelingen, diese Probleme, die wir heute haben, im Zuge der Finanzkrise, die ja immer weiter verschleppt wird und immer weiter schwelt, anzupacken. Und ich glaube, das ist wirklich Grund genug, sich hier zu treffen und auch sich zu engagieren für diese Reform. Ich möchte mich herzlich bedanken an unsere Frankfurter Ortsgruppe. Ohne die wäre das nicht möglich, das Ganze hier aufzubauen. Und deswegen möchte ich jetzt dem Manuel Klein noch kurzes Wort geben für organisatorische Sachen.